Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Amazonit. Das letzte Mal haben wir versucht, irgendwas zu erreichen, haben wir aber nicht. Deshalb habe ich jetzt mal ganz fix alle auf Level 65 gebracht. Und guckt euch die Initiative von Linzel an. Ich liebe Speed-Pokémon. Deswegen, ich bin immer froh, wenn meine ziemlich viel Initiative haben. Und meine haben das irgendwie ziemlich krass. Ich weiß nicht. Mein Team ist nicht langsam, würde ich sagen. Und so, jetzt wollen wir doch mal sehen, wie das mit dem Rivalen aussieht, ne? Leute, und wir können dann auch gleich mal Eisstrahl für meinen Schatz holen. Ich habe dem übrigen Hydro-Pumper beigebracht, weil wir so lange drauf gewartet haben. Und einfach so, weil Aussetzer benutze ich ja eh nicht. Und sonst, Bisa wollte noch Synthese lernen und Zorin und Ninze wollten Agilität lernen, aber alles nicht. Und ach ja, und Domi habe ich noch Flammenwurf beigebracht. Aber sonst ist nichts Spannendes passiert. Als ob das jetzt so spannend war, was ist vorne. Okay, alles klar. So. Das kennen wir ja schon. Das geht ruckzuck. Das ist keine Frage mehr. Und jetzt versuche ich mal direkt mit Zorin reinzukommen. Und dem erstmal auszurauben. Damit die Überreste weg sind. Und das Schlafpuder ist natürlich jetzt nicht so schön. Deshalb einmal ein Aufwecker. Boah! Zieht das viel. Aber ich ziehe auch nicht mehr so schlecht. Jetzt schicke ich auf jeden Fall Domi und Flammenwurf. Schade, ich dachte, das killt. Egal. Ich setze eine Shop-Genesung ein. Ich wusste es. Aber habe ich ja predicted mit Toxin. Also es ist kein Problem. Und jetzt setze ich einmal Hitzekolle ein, weil Domi jetzt eh drauf geht. Boah, das hat aber richtig gut gezogen. Und dann schicken wir jetzt einmal... Ich glaube nicht, dass Toxin killt, oder? Nee, scheiße. Ach du Kacke, und nochmal. Wie viele Top-Genesungen hat der denn? Das ist jetzt aber blöd. Das ist eigentlich nicht geplant gewesen, so. Da muss ich ein paar Mal Donnerblitz raushauen. Ja, nämlich so. Jetzt das Lapras. Das Lapras ist ziemlich scheiße, muss ich sagen. Ich versuch's jetzt mit Bisa. Und Schlafpuder. Okay, alles klar. Das hat ja schon mal geklappt und das sollte jetzt kein Problem mehr sein, weil wir besamen das Ding jetzt noch und machen einmal Wachstum. Na komm, überlebst du. Jawohl. Und jetzt nochmal Schlafpuder. Shit! Hättest du getroffen, Lisa. Hättest du nur getroffen. Hast du aber dich. Aber das macht nichts. Wir machen jetzt Felswurf. Hoffen, dass wir öfter treffen als zweimal. Ja. Schade. Einmal mehr hätte nicht geschadet, aber es macht nichts. Denn mein Aschküm kommt jetzt rein und staubt den Egelsamen ab. Und damit ist es Lapras down. Und damit haben wir Brix besiegt. Ist zwar ziemlich knapp gelaufen. Und ich dachte wirklich, dass ich das Lockcross schaffe. Und jetzt haben wir Fliegen. Fliegen, geh weg. Fliegen, wisst ihr, was das heißt? Wir können fliegen. Ja, mehr auch nicht. Und das bringt jetzt direkt Zorin bei. Eigentlich brauchen wir Raupen nicht, ne? Stahlflügel haben wir auch nie benutzt. Wir brauchen Ruckzuck-Keep nicht. Wir speeden eh alles aus, irgendwie. Mit Zorin zumindest. Also so ziemlich. Und wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Aioras möchte ich gern behalten, weil es halt hundertprozentig trifft. Und Raub. Man weiß ja nie, ne, was man so ausrauben muss. Man weiß es nicht. Und deshalb gehen wir jetzt weiter nach oben. Und bekämpfen die nächsten Trainer, die auf der Route sind. Und Voltenso Level 26? Linzel, du hast doch was vergessen. Und warum? Mann, Paralyse. Das heile ich jetzt aber so. Also das kommt mir nicht hier. Nee, das lasse ich mir aber nicht gefallen. Hast du das auch vergessen zu bearbeiten? Ich hoffe mal nicht. Nee, das natürlich wieder nicht. Und da wird's scheiße. Ich wusste nicht. Schon wieder das. So. Bis. Ja, dann halt nicht. Okay, ich hab's schon verstanden. Domi. Flammenwurf. Ja. Und damit ist das Ninja Tom down. Okay, hier ist ein Kecleon. Muss ich hier die Route wechseln? Nein, muss ich zum Glück nicht. Das heißt, alles bleibt chillig, so wie es ist. Und ja. Weiter geht's nach oben in den Norden. In den tiefsten Norden. In den Norden. Ja, hier. Und Smogmog. Machst du Boom? Nö, kommst nicht mehr dazu. Und Porygon... Ja, wir bräuchten mal einen Kampfmove. Und warum ist der auch Level 25? Und warum hat der Voltabsorber? Ach so, weil ich das hab. Okay. Wusste ich auch noch nicht. Okay, dann pflücken wir jetzt mal kurz die Beeren hier.
keine Ahnung, wofür die gut sind, aber Hauptsache man hat. Und jetzt gehen wir einmal ins Pokémon Center und heilen unsere Pokémon. Damit wir hier auch schön spawnen, ne? Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Können wir fliegen? Ich weiß es nicht. Nein, natürlich nicht. Es wäre auch zu schön gewesen. Schade, schade. Weil ich weiß jetzt durch das Let's Play von meinem Schatz, wo es Schaufler gibt, hättet ihr mir auch mal sagen können. Ihr klugscheißt sonst immer rum und dann sagt ihr mir nicht, wo es Schaufler gibt. Aber okay, egal. Ja. Schluck weg. Okay, das könnte jetzt echt problematisch werden. Aber mal gucken. Ninzel schafft das schon. Mein Schluck weg ist nämlich viel cooler als das hier. Da wusste ich doch. Und Wailord! Ellie! Ist sogar weiblich, Ellie! Okay. Gerda. Da komme ich nicht hin. Ah, habe ich Zerschneider? Nein. Okay, dann scheißen wir auch mal da drauf. Wir tun jetzt mal jemand anderen nach vorne, und zwar Domi und Maggie. Auf die beiden habe ich jetzt gerade ziemlich Bock. Und dann let's go! Let's go! War ziemlich gut. Und dann machen wir einmal Flammenwurf auf das Magneton und einmal Felswurf auf das Krabums. Magneton ist jetzt schon weg. Ging ja relativ schnell. Und Felswurf hat natürlich nicht getroffen. Warum auch? Muss Domi halt alles alleine machen, wie es scheint. Könntest du bitte treffen? Maggie trifft gar nicht. Okay, alles klar. Domi hat es ganz alleine gemacht. Gut. Hätte ich mal mein Aschkim nach vorne? Nein, ich möchte nicht. Nach vorne gepackt, aber man kann ja nie wissen, ne? Und Domi ist ziemlich verletzt, aber das macht nichts. Wir lassen ihn einfach mal vorne und ein Wablu Level 70. Warum auch immer, ein Hitzekoller und das ist down. Das ist down. Geh weg. Ich will dich nicht in meinen Listen haben. Warum hängt das gerade so komisch? Okay, Sayu, hi, ist lange her. Bla, 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 bla. So. Auf jeden Fall gibt er uns jetzt... geh mal weg. Die TM oder dieses Devon Scope. Damit können wir die Kecleons jetzt sichtbar machen und dahin, wo wir vorher noch nicht hin konnten. Cool, hier gibt's Hundemon. Hm. Und Kapaloris. Ich mag Kapaloris nicht mehr. Und irgendwie geht meine linke Pfeiltaste gerade im Arsch. Super, meine Tastatur ist ja noch nicht kaputt genug. So, Kecleon, okay. Schön, ja, danke. Nestball, war hier nicht irgendwas mit Kraftreserve? Ups, habe ich mich wohl ein bisschen vertan. Egal. Kacken wir jetzt erstmal da drauf und gehen hier nach links und in das Pokémon Center. Und wenn wir das gemacht haben, wollen wir dann so langsam die Arena aufsuchen. Wir kriegen hier eine Kraftreserve, ich bin ganz sicher, aber ist egal. Mein Ninzel oder meine Maggie oder mein Aschkim. Nee, Aschkim kann da sowieso nicht so viel machen, weil wir noch keinen Eisstrahl haben. Ich glaube, vor der Arenaleiterin an sich werde ich aber Eisstrahl holen gehen mit euch. Und aber jetzt erstmal die Trainer so machen. Das geht ja ganz chillig eigentlich. Pazeron mit Felswurf. Bam. Ah, nee. Ja, oder auch nicht. Ich dachte, das wäre sehr effektiv. Habe ich wohl falsch gedacht, wa? Ja, gut, Ninzel. Dann hau mal raus. Donnerblitz. Okay, okay. Maggie hatte jetzt einen schweren Start, aber es macht nichts. Jetzt... Ah, shit. Shit. Ich ahne ganz böse Sachen. Auf jeden Fall jetzt ein Steinwurf auf Altaria und sogar Toxin auf Altaria, weil Altaria ist einfach krass. Leute, krass. Und dann nochmal Steinwurf auf Altaria und dann jetzt auf Dodri. Jawohl. Yugong, was macht das denn? Nee. Und das ist auch gar nicht nervig oder so. Wie ist die? Okay, nochmal Steinwurf und Schlafpuder. Weil ich nicht weiß. Natürlich kann das Altaria Läuterfeuer. Wie dem auch sei. Und auch ein Schlafpuder auf das Ding. Damit das kein Läuterfeuer mehr macht, weil ich brauche Bisa noch. Nee, ist du. Ah, das macht mich gerade krank. Oh mein Gott. Okay, Steinwurf auf das da. Und Schlafpuder auf das da. Nein, es geht daneben. Ich muss sterben. Nein, muss ich nicht. Steinwurf. Rasierblatt einfach. Egal. Jawohl, jetzt ist Absol down. Jetzt trifft's mit Blizzard. Jetzt. Nein. Oh, jetzt habe ich das andere. Aschkim.
Mach mal Stärke und Rasierblatt. Natürlich trifft es nicht. Nochmal! So. Und dann noch das letzte Pokémon, Tropius. Ja, könnte jetzt ein bisschen scheiße werden. Ich mach mal Schlafbruder einfach, damit das nicht rumnervt. Stärke und Rasierblatt. Und nochmal. So. Boah, haben wir das geschafft? Das war schlimm. Ja. Aber egal. Macht nichts. Wenn wir dann gleich noch Eisstrahl holen, dann passt es schon. Dann gehen auch Altarias ganz leicht down. Ich sehe schon, die Arenaleiterin hat dann Pokémon Level 100. Ach, das wird auch kein Ding. Schaffe ich schon irgendwie. Ich habe bis jetzt alles geschafft. Auch wenn ich jetzt mal wirklich trainieren musste. Ist es scheißegal, wie ich das Ding drehe. Ich komme sowieso durch. Was mache ich da? So. Und schon wieder ein Doppelkampf. Shit. So viele Doppelkämpfe. Kämpfe. Was macht das Kickli hier? Du hast dich verlaufen. Was machst du hier? Einmal du. Boah. Und einmal du. Verpiss dich, Kickli. Ich hasse dich. Och, Maggie, mach doch nicht sowas. Und scheiße. Egal, jetzt bist du tot. Egal. Kickli. Ja. Gut. Steinwurf nochmal und Flammenwurf trifft. Okay. Sehr. Okay, scheiße, Maggie ist down. Egal, schicken wir Ninzel. Mit Donnerblitz ist Xatu jetzt auf jeden Fall weg und Kickli sollte jetzt auch down sein. So, passt. Und noch Nocturn. Iron Mike, hey, was geht ab? Grüß Regi von mir. So. Und damit, ja, kill noch ein Pokémon. Los, Aschkim! Du darfst zugucken, wie Iron Mike stirbt. Na, tut das gut? Ja, ich kann dich verstehen. So, zack, zack. Nein, wieso laufe ich da immer rein? Hey, das hat sich gereimt. Okay, jetzt heilen gehen. Ihr kennt das ja. Ist ja nicht so ein langer Weg. Ihr haltet das schon durch. Und jetzt gehen wir wieder runter und wieder hier und wieder da. So. Jetzt hier durch. Und nein, so war das nicht. So. Ja, jetzt habe ich wieder. Alles klar. Gecheckt. Jetzt müssen wir noch, glaube ich, den da machen und den... nee. Ja, wenn wir jetzt Pech haben... Ach gut, falscher Metronom. Alles klar. Erdbeben! Ah! Ah! Nein. Ach, das habe ich gehasst. Ja, ich weiß schon. Nee, so nicht. So. Dann so und dann so. Und jetzt sind wir bei der Arenaleiterin. Okay, alles klar. Gut, Leute. Scheiße. Wir können nicht fliegen. Das ist jetzt ein bisschen sackig. Wisst ihr was? Wir probieren das einfach erstmal so. Okay? Und dann, wenn wir fliegen können, holen wir für meinen Schatz einmal Eisstrahl. Und wenn wir das nicht schaffen, dann holen wir für meinen Schatz vorher Eisstrahl. Weil dann kann er uns ganz doll helfen. Ja, wer hätte gedacht, dass Enteron mal so nützlich wird, hä? Also ich, hab ja fast befürchtet, dass es nicht so ist. Aber doch. Unser Schatz wird sehr nützlich. So. Gut, haben wir es diesmal schneller geschafft. Einmal sichern, bitte. Und mit wem starten wir? Mit Bisa. Ja. Let's go! Brutalanda, klar. Habe ich auch immer zu Hause rumstehen. Zack, mit Aeros. Natürlich. Ups, das war Missklick. Ich wollte eigentlich Egelsamen einsetzen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße, aber auch nur ein bisschen. Wisst ihr, wovor ich jetzt echt Angst habe? Egal, ich schicke Maggie. Okay. Auf jeden Fall Stein. Nein, Steinwurf. Nochmal. Weil er sich irgendwie nur boostet und damit ist er weg. Und Dragoran, natürlich. Habe ich auch immer bei mir rumstehen. Ein Dragoran. Auf jeden Fall Bisa. Und einmal Schlafbruder. Ja. Und einmal Igelsam. Ja. Und dann wieder auf Maggie wechseln. Also unser Aschke mit... Oh, Volltreffer. War klar. Mit Eisstrahl hätte dir auf jeden Fall geholfen. Jetzt bin ich ein bisschen am Arsch. Ninzel, du machst jetzt einmal Donnerwelle. Auf jeden Fall. Ja. Und dann ein Donnerblitz am besten. Und schon wieder ein Crit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hasse Crits, Leute. Ich hasse sie einfach.
Und bei meinem Glück ist er jetzt nicht verwirrt. Okay, paralysiert. Und er setzt natürlich einen Hypertrank ein. Hä, ne, ne. Und es ist mein Dommy leider so schwach wegen Hitzecola, dass es nichts mehr bringt. Und jetzt habe ich ein Problem. Zorin. Leck mich doch an ne Fott, du Kackvieh. Ja. Ah, was mache ich jetzt? Ich könnte rauben. Nee. Ja, das ist natürlich jetzt ziemlich blöd. Okay, hey, Graub hätte sowieso nicht funktioniert. Okay, Aschkrim, du brauchst Eisstrahl. Dann wissen wir, was wir im nächsten Part auf jeden Fall tun. Nämlich Eisstrahl holen. Weil mein Schatz seine MVP hier wird. Ja. Und es nervt mich gerade übelst, dass mich dieses Scheißvieh fertig macht. Boah, Toxin. Hm. Okay. Zeig mal, wie viel Geld habe ich jetzt noch. Okay, passt. Gut, dann laufe ich mal nach Graffiti Port City und holen dann Eisstrahl im nächsten Part.